So. Diese Wassermühlen, die werden wir uns noch lange beschäftigen. Ganz, ganz lange beschäftigen. Das will ich jetzt schon. Das ist ja ein Albtraum hier. Alter, muss das Wasser wirklich direkt runterfließen an der Stelle, damit die an, jeweils 100% haben? Also insgesamt 100% haben oder was? Kann doch so nicht angehen. Gott, wir werden viel Wasser brauchen. Vor allem weiß ich denn gar nicht, wie ich das Ding da irgendwie designtechnisch integrieren möchte. Oder wir lassen das mit dem Designerraum und platzieren die Dinger wirklich einfach irgendwo im Hintergrund und sagen dann so, ja, scheiß drauf. Ah, fuck, ich brauche auch ein Netzwerk, um zu testen, wie effektiv die Dinger sind. Och man, ich will nicht mehr. Och man, ich will nicht mehr. Was? Ich spreche jetzt von der Brücke. Okay. Wir müssen die doch unten im Lager testen. Das funktioniert so nicht. Wir brauchen irgendwie eine Verbindung zu dem Netzwerk, damit wir überhaupt sehen, wie effektiv die Dinger sind. Also hier. So, also angenommen, ich baue das Ding jetzt. Man weiß nicht. So. Ja, leck mich halt. Damn. So, jetzt baue ich dich da weg, dich da weg, dich da weg. Ach, Alter, leck mich halt am Arsch. So. Jetzt komme ich natürlich nicht mehr rauf. Sieht da gerade jemand dein Bobbycard oder was? Ach, leck mich doch. Das gibt eine Katastrophe hier. So, jetzt geht mal her, die Kacke. So, 0% Effektivität. Jetzt hat er 33 mit einmal? Das macht so gar keinen Sinn. Ja, lauf halt dran vorbei. Meine Fresse. Okay, also das mit dem Wasser dran vorbeilaufen direkt, das scheint tatsächlich zu funktionieren, aber dann brauche ich da irgendwie nur drei Seiten oder was? Das macht der Mann. Gut, das lässt uns gestaltungstechnisch ein bisschen mehr Spielraum. Ja, 100%. Jetzt die nächste Frage, reicht es auch, wenn ich das dahin mache? Nee. Stehendes Wasser mag also gar nicht, es muss wirklich fließen. Nächster Test. Wenn ich jetzt hier Wasser hin. Oh, sorry, jetzt wird natürlich gleich hier Katastrophe. So, wenn ich jetzt hier Wasser hinmache und jetzt hier so runter, Dings der Bums da. Also, sieht natürlich scheiße aus, weil es jetzt so schräg fließt. Aber das reicht ihm auch aus. Das heißt, ich mache mal dich kurz weg. So, so sieht es optisch gut aus und er hat 100%. Okay, dann einigen wir uns mal darauf. Das heißt folgendes: Ich muss nochmal das ganze Kack hier abbauen. Alter, das baue doch mal hier ab. Danke. Was machen die draußen gerade? Verlegen die da gerade irgendwelche Pflastersteine oder was? Medi. Hallo, Medi. Ich brauche auch mal kurz ein bisschen Medizin, wenn das hier so weitergeht. Ja, komm hier, erstmal zu machen. Okay, jetzt stopp mal kurz. Ja, jetzt kommt Daddy. Also,
Angenommen. Wir brauchen Ich überlege gerade, wie es halt optisch am geilsten wirkt. Das Wasser muss von oben kommen. Das heißt, ich würde es auch gerne so machen, dass das Wasser dann wirklich von oben einfach durchfließt. Nur wie kriegen wir es denn hin, dass es optisch gut aussieht? Nicht mit uns als Benutzer in die Quere kommt. Okay, ich brauche mal kurz Test, aber was? Ich weiß nicht. Ob das so funktionieren wird. Ja klar, bau gleich zwei Steine ab. Ach komm, leck mich. So. Was machen die da draußen? Okay, das heißt, das Wasser kommt jetzt hier durch, es muss aber da irgendwie auch erstmal hinlaufen. Ich schätze mal, wenn ich jetzt einfach so aufmache, reicht das garantiert nicht aus. Ach klar, fall runter. Doch, es reicht aus. 88 nur? Warum nur 88? Hä, es müsste an drei Seiten lang fließen. Och Leute, wollt ihr mich da eigentlich verarschen? Doch, hier ist es ist komplett umschlossen, von drei Seiten. Och Alter, ich also langsam verzweifle ich hier gerade ein bisschen. Wollen die mich ruinieren? Ich meine, 88% würde mir jetzt sogar schon fast reichen, aber es wundert mich jetzt halt gerade. Hm, hier läuft überall Wasser lang. Mal kurz in der Pause hier. Also, wenn ich jetzt da das Wasser machen würde, da so. Würde er sich dann freuen? Gut, hier sehe ich die Dinge natürlich doch. Genau, jetzt reicht es ihm. Okay, folgendes. Dann machen wir das mal. Wir setzen mal die noch eins weiter runter. Das geht aber wahrscheinlich mit dem Kabel denn nicht mehr, ne? Aber seitlich connecten können sie garantiert nicht. Doch, können sie. Sehr schön. So, dann kommt jetzt hier so ein Kackding hin. Ja. Oh,
dass man die nicht mit der Spitzhacke abbauen kann. Warum ist der jetzt quer? Oh, du willst mich verarschen jetzt hier? Ich schlag dich tot. Geht doch. Ja, nee, ist klar. Ist klar. Hab dich auch lieb. Gut, dann muss die Wand hier aber auch nochmal weg. Achso, halt, da muss noch hier, muss auch der Stein ausgewechselt werden. Alter Schwede. Ist aber hier echt eine ganz schöne Herausforderung. Da habe ich mir so nicht vorgestellt. Wäre ich doch bloß Dealer geworden. So, ja, hier die ganze Wand muss auch nochmal raus. Ach, jetzt geht meine Fresse, geh doch mal hoch hier. Boah. So. Die ganzen Löcher hier im Boden, wer macht denn so ein Schweizer Käse? So. Okay. Ich lasse das jemand einfach da hinten. Passt doch optisch ganz gut, weil da ist ja auch die Wand auch noch ein bisschen weiter. Von daher ist es dann wenigstens symmetrisch. Sollte so also passen. So.
So, dann brauchen wir hier auf jeden Fall nochmal einen Clean Stone. So. Und jetzt können wir das hier aufmachen, das da unten aufmachen. Eieiei. Wie gestalten wir den Zulauf? Den Zulauf gestalten wir einmal so. Passt das? Nee, da steht kein unendliches Wasser. Gut, ich fülle mal kurz ein bisschen Wasser. Da kommen wir aber nicht mehr raus. Das ist bedauerlich. Ernsthaft jetzt? Oh Gott, jetzt ist der Baum. Na komm, fließ ab. Warum ist hier immer noch Wasser? Er kriegt eine Krise. Ah, flieg mal weg, bitte. Ich hab Angst, ich hab Angst. Da. Danke. Ah. Komm, weg, 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 weg. Weg, danke. Das ist ein Albtraum. Egal. So, jetzt müsste das Wasser hier komplett eben werden. Genau. Da kann das Glas rein. Ich komme hier natürlich trotzdem nicht mehr hoch. Ist aber auch egal. Dafür laufen jetzt die Wassermühlen auf 100%. Ja, die da hinten auch. Da muss ich dann noch Wasser nachfüllen. So, jetzt fehlt hier bloß noch hier hinter das ganze Gestein. Sind die denn jetzt da? Alter. Das ist eine Arbeit hier. Hallo? Nein, das da. Danke. Ich bin auch gleich schon wieder verhungern hier. So, ist das jetzt gut? Ja, ist gut. Sehr gut. So, dann kommt jetzt hier wieder Glas rein. So, mach ich mal ein bisschen von außen. So. Sprinten kann ich auch schon wieder nicht, weil ich schon wieder verhungert bin. Weg mit dir. Dankeschön. So.
So, und der Wassereimer kommt jetzt noch da. Der sollte das hier alles komplett nachgehen. Sehr schön. So, was wir jetzt noch brauchen, sind diese Dinger. Da haben wir aber nur die 8 gehabt, die wir auch hier verbaut haben. Das heißt, wir müssen hier nochmal neue verbauen. Wir müssen sowieso hier erstmal eine Decke einziehen. Ha. Können wir überhaupt eine Decke einziehen? Scheiße, ich bin runtergefallen. Ich komme nie wieder hoch. Ah, das komme ich nicht mehr raus. Das heißt, wir brauchen auch noch irgendeine Art, um hier wieder rauszukommen. Ach. Wir haben jetzt eh nichts anderes dabei, von daher. Was soll's. Weg da. Eine schöne Notleiter. So. Jetzt brauchen wir noch eine Meselampe, die wir dann wieder zerstücken müssen. Und dann geht's. Ach, wir haben doch noch ein normales Glas. Okay, na gut. Okay. Danke. So, weg mit dir. War klar, das funktioniert so nicht. Das funktioniert so auch nicht. Warum klappt das nicht? Ach. Immer die Sachen, wo du gerade mal zwei Elemente hast und die aber genau richtig anordnen musst, damit es funktioniert. Es ist so selten, es ist so useless. Warum macht man sowas? Wo ist die Säge? Da ist die Säge. Achtel ist da. So, hier muss ich die Decke erstmal austauschen. Okay, kann ich doch austauschen. So, ich mache hier schon mal. So. Wo ist meine Schippe? Ach, gibt's nicht mehr. Ach komm. Okay. Ah, so. Irgendwann verhaue ich noch mein Spiel. Heieieiei, aber jetzt scheint zumindest etwas zu funktionieren. Das heißt, ein Ende ist in Sicht. So, kann ich hier schön bauen. Ja, das ist genau das, was ich gerade wollte. Gut, müssen wir dann nur gucken später von oben, wie wir das von oben am besten verdecken. Weil sonst von oben ist ganz schön scheiße aussehen. Oh. Wow, einer fehlt noch. Ernsthaft jetzt? Naja. Immer dieser eine Block, der immer fehlen muss, überall. So, ich würde das Ganze doch gerne eher. Oh Gott, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, wie denn jetzt? So geht ja nicht. Dann haben wir eine ungerade Zahl in der Mitte, haben wir 3. Ach, was geht. Wenn wir das auf beiden Seiten machen, jeweils, also so und jetzt so, jetzt haben wir auch eine Lücke von 3 in der Richtung. Aber zumindest eine quadratische Beleuchtung.
Das haben wir auch noch dieses schöne Geräusch von fließendem Wasser, was fürs Kraftwerk aber ganz gut passt. Und wir haben unser wunderschönes Kraftwerk. Ja klar, nur noch 46%. Würde mich jetzt verarschen. Achso. Wahrscheinlich, weil es nicht weiter fließen kann. Ich habe keinen Bock mehr. Jetzt brauche ich eine Leiter. Eine Spitzhacke. Die ist doch ja nicht hier. Dieses Spiel möchte mich ruinieren. Warum ist das so? Weg da, wo sind Stöcker da? So. Dankeschön. Ja, klar. Ja, klar, klar, klar. Klar meint es. Genau das, was ich wollte. Jetzt höre ich gar nichts mehr. Jetzt höre ich wieder was. Okay, interessant. Okay. Lol. Also ich habe immer noch keine Ahnung, wie die genau die Dinger hier arbeiten, aber sie arbeiten ganz schön merkwürdig. Ach, ich geh mal runter hier. Jutschen! Endlich mal alle auf. Weg, hoch. Endlich mal alle hier auf volle Power. Hat ja auch nur so ungefähr 3 Stunden gedauert. Also Echtzeit jetzt. Jetzt brauchen wir noch eine Tür. Ich überlege gerade, ob wir nicht lieber einen Glasboden reinmachen. Würde optisch halt cool aussehen. Gut, hier mit dem Kabelschacht ist eine andere Frage. Ich mach das mal. Achso, jetzt ist natürlich dann blöd mit dem. Ne, das soll ja hier quasi ein Raum sein, das Wasser hier durchfließen kann, komplett. Ja. Also mit dem Boni muss ich mir noch was einfallen lassen, wie ich das optisch hinbekomme. Weißt du was? Ich rupfe das Kabel nochmal raus. Und verlege das Kabel eins weiter nach unten. Und wer die Dinger verliert gerade an Prozenten. Dann ist ja aber Feierabend, ne? Mit Spitzhacke genauso lange. Gott, diese Kabel, da werden ja erfunden. So, jetzt da, genau, muss da ran. Und jetzt hier immer schön. Kein Netzwerk, ja klar. Achso, das ist hier. Was? Oh, das war falsch. Na, egal. Gleich sterbe ich an Wassermangel, an Luftmangel. Wassermangel im Wasser, klar. So. Und wehe, ihr habt jetzt kein 100%. Doch, haben wir. Sehr schön. Ich dachte schon, hier muss gleich einer Harakiri machen. Geil, 100%. So, jetzt kann hier nämlich, eigentlich kann das Ding jetzt direkt so drüber, oder? Ja, klar. Natürlich sind meine Steine jetzt aufgebraucht. Du kommst mal nach. Da so.
Okay. So ist das optisch in Ordnung. Und jetzt kann ich hier drüber komplett einen Glasbrunnen bauen. Das heißt, die Dinger kommen dann weg. Und dafür brauche ich aber als Ersatz jetzt ganz viel Schwarzglas. Quatsch, da. So, das sollte aber auch reichen. Wir haben ja extra viel damals gemacht gehabt. Viel zu viel. Das kommt uns jetzt zugute. So, jetzt können wir nämlich hier so schön einmal drüber bauen. Perfekt. Unser Wasserwerk ist fertig. Sieht optisch sogar ganz geil aus. Alles, was wir jetzt noch brauchen, ist eine Glastür. Geht das so? Ja, es geht so. Geile Scheiße. Perfekt. Okay, das ist cool. So, jetzt sollten wir endlich kein Stromproblem mehr haben. Supply, ziehen wir was? Die haben nur 180 EU pro Dixabumster? Oh gut, okay. Hauptsache es reicht. Ja, das hier kann es wieder weg. Oh Gott, Alter, das war eine Aktion, Alter, das ist ja schlimm. So, und hier in den Raum kommen jetzt ganz viele Akkus rein. So, naja, also ganz viele nicht, so viele wie wir halt bauen können. Cobblestone da. So, und hier mache ich das so und dann können wir hier wieder langlaufen. Wobei das eigentlich doch egal ist, können wir eigentlich gleich einfach zu machen. Einfach zu, alles weg. Ich will nichts mehr davon sehen. So. Sehr schön. So. Jetzt mal überlegen. Erstmal Inventar aufräumen. Das machen wir jetzt einfach alles nächste Folge. Ich bin schon wieder fix und fertig hier. Aber der Raum, der ist tatsächlich gut. Ob mir das jetzt mit dem Glas so gefällt, muss ich noch gucken. Also jetzt an sich sieht es erstmal cool aus. Aber es wirkt mit dem dicken Boden halt einfach too much. Der Boden ist relativ dick. Aber gut, ich meine, zwischen Glas und dem Wasser können wir auch so tun, wie als wenn da eine Lücke einfach noch wäre. Ne? Naja, gut. Nächste Folge. Alles nächste Folge. Von daher, bis dann.